ESTV – Videos aus der Region. In weniger als zwei Wochen ist Bundestagswahl. Darum hatte die Esslinger Zeitung zu einer Wahlmatinee in die württembergische Landesbühne Vertreter von CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD eingeladen. Und gut 300 Interessierte wollten sich die verschiedenen Positionen der Kandidaten anhören. Durch die Matinee führte EZ-Chefredakteur Gerd Schneider. Warum Medien eine hohe Verantwortung haben, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel. Medien haben einfach andere Medien ungeprüft zitiert und haben jetzt aus meiner Sicht eine hohe Verantwortung in Zeiten, wo es einfach ist, solche Dinge zu bekommen, auch verantwortungsvoll zu prüfen, stimmt's? Oder gibt es Halbwahrheiten? Also ich denke an den Fall Lisa, den wir mit diesem russischstämmigen Mädchen hatten in Berlin. Stimmt's oder stimmt's nicht? Oder wem laufe ich nach? Oder wessen Geschäft erledige ich gerade, indem ich das veröffentliche, was mir im Moment zugespielt wird? Weil einer in der Zeit möglicherweise eine andere Diskussion verdrängen muss. Und das wird die hohe Kunst der Medien sein, das verantwortungsvoll zu handhaben. Großes Thema auch die soziale Gerechtigkeit und bezahlbarer Wohnraum. SPD-Kandidatin Regina Rapp weist auf ein großes Problem hin. Der Herr Grübel hat ja als Beispiel genannt die Erzieherin und die Altenpflegerin. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz springender Punkt. Nicht, dass die Wohnungen billiger werden müssen, dass die sich das hier leisten können, sondern wir müssen ganz dringend die sozialen Berufe aufwerten. Die 80% der Sorgearbeit wird von Frauen gemacht, egal ob professionell oder auch im privaten Bereich. Und das ist heillos unterbezahlt und deswegen ist da eigentlich eher der richtige Hebel, dass man diese Berufe besser bezahlt und aufwertet. Wie der Staat aus Sicht der Liberalen funktioniert, erklärt der FDP-Kandidat Sven Koppelt. Die Aufgabe des Staates ist nicht die Schaffung einer Gerechtigkeit durch fleißiges Umverteilen, auch wenn das teilweise so gesehen wird, sondern die Aufgabe des Staates ist, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen und zur Verfügung zu stellen. Das sind Schulen, Krankenhäuser, Infrastruktur, all das sind Aufgaben des Staates. Solange der Staat diese Aufgaben finanzieren kann, mit dem Geld, das er hat, besteht überhaupt kein Bedarf daran, dass aus dem Gefühl einer Gerechtigkeit heraus noch mehr Geld eingesammelt wird, nur damit man im Zuge einer Umverteilung eine gefühlte Gerechtigkeit schafft. Das ist nämlich gerade nicht Aufgabe des Staates. Die Linke tritt im Wahlkreis Esslingen mit Martin Auerbach an. Und er wurde von Gerd Schneider gefragt, ob man in der Politik Idealisten oder Realisten braucht. Wenn ich mir angucke, wie viele Spenden die anderen Parteien aus der Wirtschaft bekommen, dann glaube ich nicht, dass die glaubwürdig sein können. Wir als Die Linke nehmen keine Großspenden aus der Wirtschaft. Wir machen das aus Idealismus. Ich habe 4 Wochen unbezahlten Urlaub genommen. Dafür, dass ich an Infoständen präsent sein kann, dass ich auf Podien sitze, dass ich Ihre E-Mails beantworte. Und ich finde, das ist schon ganz viel Idealismus. Und das heraus aus einem Realismus, dass wenn man nichts tut, es sich auch nicht verbessern kann. Wir sind eine Mitmachpartei und deswegen sind Sie herzlich eingeladen, sich bei uns zu engagieren und mitzutun, weil wir eben nicht käuflich sind. Warum die Grünen die Maghreb-Staaten nicht als sichere Herkunftsländer ansehen, wurde Stefanie Reinhold gefragt. Das eine ist, wenn man die Länder tatsächlich so einstuft, ist das noch lange keine Garantie dafür, dass man die Menschen auch zurückführen kann. Es gibt ja vereinzelte Abkommen schon, aber die Zahl, die wir tatsächlich momentan rückführen können in die Maghreb-Staaten, sind sehr, sehr gering. Das ist eine Handvoll von Personen. Also wir müssen erstmal, es wäre auch sicherlich eine gute Möglichkeit, mit diesen Ländern Abkommen zu schließen und dann können wir unabhängig davon die Menschen in ihre Heimatländer zurücknehmen. Ein düsteres Szenario zum Thema Flüchtlinge zeichnete AfD-Kandidat Stefan Köthe. Wir sind die einzige Partei, die den Mut hat zu sagen, wir brauchen vorübergehend jedenfalls Grenzkontrollen, sonst wird man hier das Leben, so wie wir es kennen, auf Dauer nicht halten. Nächstes Jahr erhöht der Familiennachzug von 390.000 syrischen Flüchtlingen. Das macht dann 2 Millionen schätzungsweise Flüchtlinge mehr. Das wird uns sprengen. Ich würde sehr gerne helfen, aber wenn wir handlungsunfähig werden, können wir in der Welt nicht mehr helfen. Und die Probleme Syriens können und auch Afrikas können nicht in Deutschland gelöst werden. Mit der AfD über Flüchtlingspolitik diskutieren. Ich finde, Sie haben sowieso schon sehr viel Raum hier bekommen für Ihre Themen. Sie machen den Menschen Angst mit solchen
Szenarien, die Sie hier aufbauen, sodass Sie sich für die Menschen engagieren, die wirklich unsere Hilfe brauchen, die auch unseren Schutz verdient haben. Und damit möchte ich eigentlich auch, das ist mein Statement zu dem, was der Herr Köthe hier von sich gibt. Zum Schluss haben wir die Kandidaten gefragt, warum sie denn gewählt werden sollen. Ja, wir haben gut regiert und wir haben für die nächsten Jahre viel vor. Steht ein Technologiesprung an. Wir wollen den sicher begleiten. Digitalisierung, Zukunft der Mobilität, von der hängt unsere Region ab. Mercedes, andere Zulieferer. Und die wollen wir so gestalten, dass für die Menschen gut und sicher ist. Weil ich für Bildung statt Rüstung stehe. Das ist für mich wirklich der zentrale Kern. Wir wollen viel in Bildung investieren und das ist auch mein Herzensanliegen. Und deshalb sollte man die Regina Rapp wählen. Wer soll mich wählen? Weil ich für eine neue Politik stehe. In Deutschland herrscht Stillstand und wenn wir eine neue Politik wollen, brauchen wir auch neue Köpfe. Wir stehen für eine demokratisch-freiheitliche, konservative Grundordnung und da treten wir dafür ein. Und das ist absolut frei von jedem rechtsradikalen Gedankengut. Weil er ein guter, glaubwürdiger, zuverlässiger Mensch ist, der sich gerne für andere Menschen einsetzt. Deswegen ist er Mitarbeitervertreter, deswegen arbeitet er in der diakonischen Jugendhilfeeinrichtung, setzt sich ehrenamtlich für Flüchtlinge ein und ist Mitglied der VVN. Weil ich ein unheimlich neugieriger Mensch bin, der gerne auf Menschen zugeht, der sich gerne mit neuen und vielfältigen Problemen befasst. Und ich denke, das ist eine wichtige Eigenschaft, sich nicht nur festzulegen auf eine Schiene, sondern immer offen zu sein für neue Anregungen und darauf dann entsprechend zu reagieren. Egal für welchen Kandidaten Sie sich letzten Endes entscheiden, wichtig ist überhaupt an die Wahlurne zu gehen, um beide Kreuzchen zu machen. Wir sind auf das Ergebnis am 24. September gespannt. ESTV, Videos aus der Region.